Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part Jack and Dexter. So, wir sind hier im Gebirgspass und müssen gegen Claw kämpfen. Das ist so, ja, ist eigentlich ein Easy Boss. Einfach nur den Stein ausweichen, das blaue Echo nehmen, dann bildet sich die Brücke und dann einfach hier ausweichen und sich das gelbe Echo nehmen und ihn damit abschießen. Solange, ja genau, bis das passiert, kann ich hier einfach zurück und haben es geschafft. Also die erste Farm. Es wird halt, ja, er schießt immer ein bisschen schneller. Und oh Gott, das war klar. Und am Ende fehlt da ein bisschen mehr vom Weg, aber. Nein, aber. So schwer ist es nicht. Jetzt fehlt dann ein paar Stücke. Trotzdem easy. Einfach einsammeln und spammen. Ich muss zwar zugeben, dass das Zurücklaufen ein bisschen kritisch ist beim dritten Mal. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Und dann geht es eigentlich auch chillig weiter. Lava ist halt instant tot und... Wow, man hat es ja gesehen. Und jetzt auch nochmal. Felsen ist einfach nur ein so ein Echo-Feld. Lebensfeld. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie das hier heißt. Das muss ich nur noch zurückkommen. Nur noch. Oh Gott. Ach ne, hier stimmt ja gar nicht. Ach ja. Wusste ich ja gar nicht. Ach. Ja, nimm die doch. Gut. Tolle Arbeit. Den Bewohnern von Felsdorf ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Aber es bleibt leider keine Zeit. Ups. Ich weiß leider nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber ich glaube, das war eh nicht so ganz wichtig. Aber ich rede ja sowieso nicht mit denen. Die sagen ja einen noch ein bisschen mehr zur Story, soweit ich weiß, wenn man halt noch mit denen redet. Wenn ich das Portal aktiviert habe, dann, wenn die rauskommen, kann man noch mit denen reden, aber ich glaube. Oh je, diese Lurker sind auf dem Weg zu einer Sprengkapsel am Ende des Canyons. Wenn sie die vor euch erreichen, sprengen sie den ganzen Pass in die Luft. Ja, aber ich glaube, das war eh nur, also mehr ist wirklich Story ist da auch nicht, also sie erzählen jetzt nicht sowas ganz Wichtiges, nur Kleinigkeiten, wenn es überhaupt wirklich Story war, ich weiß es nicht mehr. Ups, ist aber jetzt egal, ob wir alles kriegen oder nicht. Aber eigentlich würde ich schon gerne ein bisschen einsammeln, ja. Oh mein Gott. Kommen die nicht auch haben. Ich glaube, wir haben sowieso schon ein Spielfliege nicht. Deswegen egal. Ja, und Echo. Precursor Orbs, nicht Echo. Nein. Oh mein Gott. Ich einfach nur zwei davon bekommen habe. Aber wir müssen ein bisschen beeilen. Oh Gott. Und nicht da reinfahren, weil das ist. Die töten einen sofort. Dann muss man durch von ganz Anfang dahin fahren. Wieder. Ja. So, haben wir jetzt einen Spielflieger verpasst oder nicht? Nein. Okay, die hole ich gleich. Geschafft! Wir haben sie davon abgehalten, den Pass zu sprengen. So. Die Precursor Orbs holen wir aber trotzdem jetzt nicht.
Denn wir müssen hier nochmal hin. Aber das, also das werden wir auch sofort machen. Das, was wir brauchen, sofort aktivieren und dann zurück. Gut gemacht. Ihr wart vor ihnen bei der Sprengkapsel. Das Labor des Roten Weisen liegt gleich da vorne. Schaltet das Teleporttor ein, damit wir zu euch kommen können. Ja, damit ich das vielleicht nicht vergesse oder... Also vergesse sowieso nicht, aber dann haben wir das schon mal abgehakt. Ist halt eine easy Energiezelle mehr. Und ist, ja, finde ich besser so, als wenn wir es dann irgendwann später holen. Erstmal aktiviere ich jetzt das Portal. Ich frage mich jedes Mal, ob ich noch in einem Stück aus diesen Dingern rauskomme. Heilige Jakau, das Labor des Roten Weisen sieht ja noch schlimmer aus als das des Blauen. Tja, sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ich würde es nicht gerade einen Kampf nennen, oder Schwesterherz? Gewiss nicht. Der Rote Weise hat so schnell aufgegeben. Hat keinen Spaß gemacht. Goal! Bist du das? Bist jetzt wohl völlig übergeschnappt, was? Und Maya, hab ich dir nicht gesagt, das dunkle Echo würde euch beide verändern? Ach, nie glaubt jemand dem alten Samos. Was habt ihr beiden mit dem Blauen und dem Roten Weißen gemacht? Mach dir keine Sorgen um deine bunten Freunde. Du alter Narr. Sie sind völlig sicher in unserer Zitadelle. Unsere Ehrengäste. Sie sind so liebenswürdig, uns zu helfen bei einem kleinen Projekt. Du hattest Unrecht, Samos. Man kann das dunkle Echo kontrollieren. Wir haben seine Geheimnisse gelüftet und können nun die Welt nach unseren Wünschen neu gestalten. Du kannst das dunkle Echo nicht einfach so kontrollieren. Sogar die Precursor. Bis jetzt mussten wir uns mit dem bisschen Echo zufrieden geben, das wir an der Erdoberfläche finden konnten. Aber bald haben wir Zugang zu den riesigen Lagern von dunklem Echo tief unter der Erde. Nicht die Silos. Doch, die Eco-Stationen. Wir werden sie öffnen und das dunkle Eco der ganzen Welt wird uns gehören. Aber das ist unmöglich. Nur ein Precursor-Roboter. Ach, reg dich nicht so auf, Samos. Mit dir haben wir noch große Pläne. Moment mal! Das war Goal? Derselbe Goal, der mich zurückverwandeln soll? Goal ist der Kerl, der uns töten will? Ich bin erledigt. Wir sind vielleicht alle erledigt. Wenn sie die Silos öffnen, wird das dunkle Echo alles verderben und zerstören, was damit in Berührung kommt. Wir müssen einfach ihre Zitadelle erreichen, um sie aufzuhalten. Der schnellste Weg dohin führt durch das Lavarohr am Grund dieses Kraters. Mit ein paar weiteren Energiezellen müsst ihr euch das Hitzeschild des Zoomers sicher über die Lava bringen. In Ordnung, mein Junge. Tu, was du kannst. Nimm die Flohquaste mit und sammle noch mehr Energiezellen. Ja, wir haben 69. Die Kräfte des dunklen Echos lassen sich nicht kontrollieren. Ich weiß halt auch, wie viel wir brauchen, aber ich sag's mal nicht. Es wird uns, glaube ich, eh schon sehr bald erzählt. Ja. Ich würde sagen, wir bezahlen einmal das Orakel, das Wova, da müsste es gewesen sein, und dann gehen wir das tun, was ich tun will, und zwar gehen wir ins Schneegebirge, glaube ich hieß das, oder irgendwas mit Schnee und Gebirge, irgendwie so. Sucht das reine Licht. Denn in seiner Flamme ruhen die Antworten. Verdient meine Energiezellen, indem ihr mir 120 Precursor-Orbs für jede davon darbringt. Ihr habt euch eine weitere Energiezelle verdient. Für eure Mühen erhaltet ihr eine Energiezelle als Belohnung. Also zwei mehr. Okay. 61 haben wir dann. 71. Klar, wir haben 69 und haben zwei ein und dann haben wir 71. 61. Mann. Alter.
Dann will man es falsch sagen und sagt es auch noch richtig. Wo muss ich jetzt hin? Das ist eigentlich direkt da drüben, oder nicht? Ja. Oh, wir sind schon da. Ich habe die Gondel wieder aktiviert. Oh Mist, ich dachte, sie redet weiter. Wenn ich da hochfahre, ne? Aber sie hat es irgendwie repariert oder irgendwie sowas. Das ist unwichtig. Ja, schon. So, was machen wir jetzt? Wir gehen als erstes wirklich dahin, wo ich hingehen will. Aber gehen wir denn sofort wieder raus? Oder machen wir das Gebiet vollständig? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn... Also ich brauche das, glaube ich, dafür auf jeden Fall. Oder? Ja, klar, hier sind ein paar Sachen, wo man das Echo braucht. Nein. Wow. Ich glaube, der ist mies. Ich glaube, das ist der richtig mies ist. So, wir gehen kurz hier oben hin. Und ich glaube, hier ist halt Sackgasse, ne? Oder? War das nicht so? Mann, ach komm. So, jetzt brauchen wir schnell. Nein. Rote Echo. Komm ich rüber? Ja, logisch. Mach's halt noch knapper. Schnell noch den und dann dich hier. Hä? Was war das? Okay. Wo bin ich? Ach so, hier. Hä, aber wieso bin ich jetzt... Mann, wieso bin ich gestorben, Mann? Alter. Ich check es nicht. Boah, ich dachte, man kann da noch weiter, aber es ging gar nicht. So, wir müssen den killen. Ja, jetzt hat es auf einmal geklappt, oder was? Ich würde sagen, da hinten ist nichts. Und das war's hier halt auch schon. Hier müssen wir jetzt nicht mehr hin. Nein! Oh, ich hasse diese... Nein, nicht zu schnell sein. Jetzt werde ich wieder getroffen. Doch, zum Kotzen. Nein. Ja, komm, wir gehen hier lang. Aber wir gehen, oder? Gehen wir da durch? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das war. Muss nicht... Oh, shit. Ich brauche unbedingt grünes Echo. Ja, back in der Wand fest. Logisch. Ich muss hier irgendwo nach unten, einmal glaube ich. Einmal kurz nach unten und dann... Oh shit. Ah ne, hier ist das. Okay. Vergesst, ihr müsst nicht nach unten, sondern ihr müsst hier rein. Okay. Oh nein. Oh Gott. Das ist riskant, aber... Besten Dank. Hä? Och Junge, dein Ernst? Ja, logisch. Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Hallo, Kamera. Ich bin halt einfach irgendwo rüber. Ja, logisch. Alter. Oh mein Gott. So krass. Alter, jetzt habe ich auch noch Lack gehabt, Mann. Das ist doch nicht mehr normal. Ah, okay, wir sind ja richtig. Denn wir sammeln jetzt das ein und das ist ein Schalter, der das gelbe Echo freisetzt, wie das blaue da, diese Öffnungen. Ja, jetzt haben wir da gelbes Echo. Hier ist nichts, denn ich hoffe, wenn wir uns jetzt umbringen, dass wir... Ach so, wir sind schon hier draußen, okay. Ich
dachte, wenn man sich umbringt, vielleicht, dass man schnell rauskommt, aber wenn es so ist... Oh nein, die sind richtig mies. Die sind richtig mies. Oh mein Gott. Das ist so... Auf Eis darauf zu kommen, das ist so räudig, Mann. Auf deinem Begräbnis sagen, wie... Wer wird mich jetzt zurückverwandeln? Ich hasse es, darauf zu kommen, ne? Vor allem halt auf Eis. Ja, das ist so übertrieben. Und der Typ, ne, den kann man nicht killen. Das geht einfach nicht. Okay, es ist so übertrieben, Mann. Oh, ich hab's geschafft. Ein Wunder. So, wo gehen wir jetzt hin, Mann? Ich hab keine Ahnung. Oh, das können wir von hier machen. Von hier ist das nämlich... Von hier ist das leicht. Ja, wenn man nicht auf Mais ist, ist das easy. Sonst ist das so schwer. Ich check es nicht, wieso das so schwer ist. Ja, logisch. Ich hab auch so wenig Leben. Gerade. Oh, komm. Dass man auch so weit weggestoßen wird. Alter. Ich war doch drauf. Schafft man das? Nee. Locker easy nicht. Ja, Junge, übertreib. Spring doch mal! Oh. Oh Gott. Oh, ich hab's geschafft. Nein. Nein. Oh Gott. Was gibt denn? Was war das? Sag gute Nacht, Jack! Das war schon wieder so Betrug, ey. Will ich den Punch oder auf einmal dreht er sich um und schlägt in die andere Richtung? Wahrscheinlich. Ja, komm halt her. Ey, Mann. Ja, von dem müssen wir auf jeden Fall alle aktivieren. Das denke ich mal logisch, oder? Wenn ich das die ganze Zeit mache, muss man das da alle aktivieren. Oder deaktivieren, oder was auch immer man mit denen tut. Ist ja auch egal. Hört darauf, Mann! Das ist halt die schrecklichste Welt von allem. Ja, halt dich doch noch nicht fest. Die ist so riesig. Es ist einfach so viele Gegner, die alle respawnen. Das gibt's nicht. Ja, auf jeden Fall. Kann ich da nochmal runterspringen? Ja, super, jetzt kann ich da auch nochmal runter. Gut, wir gehen halt andere Richtungen. Ich glaube, hier ist sowieso noch. Ist hier überhaupt noch was? Ich habe so keinen Überblick. Ja, war gut, dass wir hier lang gegangen sind. War aber in Ordnung. Oh, hier ist auch schon das. So, ich hoffe, das zählt jetzt. Ja, der Schlag zählt natürlich nicht. Logisch, wie soll es auch anders sein? Oh, der ist schon drunter. Schnell rotes Echo holen. Hat nicht gezählt. Logisch! Ich habe ja den anderen nicht auch schon besiegt. Nein, habe ich nicht.
Aber soweit ich weiß, sind das hier die letzten. Ja, hätte ich so übertrieben halt rüberspringen würde. Hä? Noch mehr? Wo denn? Hä, da drüben. Oh. Sammelt die ein. Alter. Gut, das war's. Wir haben alle von denen zumindest. Ja, wir sammeln kurz noch den hier ein. Schaffe ich das? Noch wieder hoch? Ja, ist auch in Ordnung. Gott, ich würde jetzt eigentlich gerne... Ich würde jetzt gerne... Ach, warte, hier ist doch... Ich glaube, hier gibt es eine Energiezelle. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das... Oder halt nur normale Kirchhoffs. Und zwar hier die Kiste. Ich glaube, das ist ein... Ja, genau. War also doch eine Energiezelle. So eine kommt nochmal vor. Zwar nicht hier, aber sie kommt vor. Oh, sein Ernst? Wo bin ich? Ja, ich stehe auf Schnee, aber das wird als Eis gewertet, warum auch immer. Ganz ehrlich, ich wollte hier hin mit dem, jetzt kann ich da zurück und nochmal hier hin und dann kann ich nochmal zurück. Ach ja, ist das schön. Oh mein Gott. Ja, einfach zurück schnell. Ist mir jetzt egal. Denn ich will eigentlich noch... Eigentlich will ich das jetzt noch schaffen, dass ich die... Die anderen da kille nochmal. Wir können ja nochmal hingucken, aber ich glaube, wir haben alles. So, schnell, schnell, schnell. Besten Dank. Boah, hier ist der auch weg, ne? Wieso? Hä? Wo hab ich denn bitte da... Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Es gibt nur zwei, ich habe beide gekillt und das ist nichts. Nichts passiert hier. Boah, soll ich jetzt wissen, wo die noch waren? Mann, du Drecksteil! Ja, nach unten würde ich jetzt eigentlich nicht, noch nicht. Ja, dann treffe ich ihn halt nicht. Ja, klar. War das nicht hier? Schnapp ihn dir, wenn seine Stacheln drin sind. Ach was. Na ja. Besser du als ich. Wo war der? Wo war der bitte? Ich weiß es nicht mehr. Oh Mann, jetzt kann ich den suchen. Hallo? Dein Ernst? Ich komme auf jeden Fall noch zu Flap Flap, zu diesem hässlichen Teil da. Oder Flat Flat, wie heißt denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich würde liebend gerne jetzt den Part beenden, aber eigentlich will ich das wirklich noch machen.
Dreh dich doch. Hier, roll dich doch mal hin. Ja, sind beide tot, aber ich krieg keine Energiezelle. Hat die jetzt... Wo, hey, gibt's noch eine? Ich kann mich erinnern, dass ich wirklich nur zwei gemacht habe. Letztes Mal auch schon. Verstehe ich nicht. Egal. Dann bleiben wir jetzt einfach hier. Ich habe die Stelle ja gefunden. Damit können wir irgendwas aufmachen. Da gibt's nachher am Ende einen Schalter. Das ist, wie gesagt, erst im nächsten Part. Und dann... hoffentlich beenden wir das denn hier. Denn ich habe echt keine Lust mehr auf diese Dreckskacke hier, Mann. Ich hasse das Level. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.